Jo, Mann, das ist ein Bomberman, Freunde, und willkommen zu einer Runde Super Bomberman Air mit dem wunderschönen Ton Tenor, und der seinen Ton nicht in den Hintergrund ausmachen kann. Wir haben zwei neue Charaktere. Ich bin ein Fake-Igano, schau uns mit meiner Peitsche. Da werde ich damit auspeitschen, wenn das nicht von hinten mag. Bats, bats. Und du hast so einen langen Dildo. Nein, ich habe so einen Zombie von Silent Hill in der Verfolge. Du hast einen langen Dildo. Ja, den habe ich sowieso mit zu Hause rumstehen. Okay. ich glaube, ich muss den Sound abziehen. Ich dachte, ich bin Alex, aber doch nicht. Also du hast... Ja, und ich habe den Handschuh. Ich habe den Handschuh. Wow. Shit, dein Leben. Nein, ich wollte dich damit ficken. Mein Charakter läuft einfach von selber, weil er sich denkt. YOLO. Das ist für uns alle neu dann. Geh mal weg. Hat aber nicht funktioniert, da die Steuerung nicht funktioniert. Ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Hallo, liebe Freunde, falls ihr nicht wisst, wenn ihr nicht ganz genau wirklich drauf tippt oder zu lange drauf tippt, dann habt ihr eigentlich schon instinktiv verkackt, weil der Charakter läuft dann neon straight geradeaus, den juckt gar nichts. Wenn du sagst, ja, warte, vielleicht mach voll lang weiter, dann passt das. Ja, den juckt da einfach nichts. Du musst schon 10 Kilometer vorne ein. Er will sterben. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist echt. Also jetzt mal ohne Witz, die Steuerung ist doch zum Ficken an diesem Spiel. Ich weiß nicht, was man daran gemacht hat, aber die ist nicht gut. Was ist nicht gut? Die Steuerung, die ist doch zum Ficken. Ich finde die. Hast du mal die von Drive Club gesehen? Dann weißt du, was eine geile Steuerung ist. Die ist mal besser als das. Tausendmal besser. Nein. Oh, du hast wohl Bomberman nicht lange gespielt. Ach, scheiße. Kleiner Schlawiner, kannst du dir mal den Arsch lecken. Vollzweise. Ja, komm her, Freundchen. Nein, du mit deinem langen Dildo machst mir Angst. Geh da weg, bitte. Hast du davon, du mistiges Mischstück? Dieses ich Match wird. Ich brauch den Punkt. Hallo. Hi. Was kannst du mit B? Er läuft einfach weiter. Was kannst du mit B? Ich kann das hier. Hä, was bringt es dir? Das macht es. Oh, lol. Ich kann es einfach rumbringen damit. Das ist ja unfair. Toll, geil. Das ist ja eher unfair. Aber du kannst mit deiner Peitsche mich umbringen. Das ist noch unfair. Hä, echt jetzt? Ja. Ja, nice. Hast du eigentlich geübt oder was? Ich weiß es doch alles nicht mal. Ich bin voll gut im Bomberman, deswegen. Ja, ich merk das. Bist ein waschechter Pro. Bist nur die waschechten Pros. Ja, du kannst sogar laufen. Ja. Und driften. Warte. Guck, ich kann driften. Ich kann driften. Siehst du mich in der Ecke dastehen? Siehst du meine Drifts? Die sind einfach unglaublich. Guck, er driftet. Ja, ich seh's. Ich hab einen Handschuh. Der ist blau. Ich mag nur blaue Handschuhe. So, ich mag nur weiße. Warum? Weil man die in den Arsch schieben kann. Mein Charakter läuft einfach gegen die Wand, obwohl ich nichts gedrückt habe. Speedy Gonzales. Nein, immer diese schlechten Leute. Ja, eigentlich hätte ich jetzt B drücken können, oder? Ja, eigentlich schon. Ich bin dumm. Mach mal deinen Sound leise, Digga. Den hört man immer noch. Ich höre den selber nicht mehr. Ich höre den nicht. Egal. Patsch dich aus, du Arschloch. Ich werde dich für einen Döner umbringen. Ich werde dich für einen Döner umbringen. Ich bring dich um, warum? Du schuldest mir einen Döner. Ja, ich bin ein waschechter Pro. Die Pros lieben Essen. Ja, dachte er sich so. Das ist ja ein Loot hier wieder. Hab dich! Hä? Ich kann mit meiner Peitsche eigentlich nichts machen. Die Peitsche ist so nutzlos. Ich kann dich zu mir herziehen mit der Peitsche. Ja, ich bin ein Zombie, was willst du erwarten? Zombies sind übergeil. Na, auf beste Gamer auf Erden. Geil, ich liebe es. Oh, es bringt sogar Geld.
Oha, lass mal das ganze Geld fahren. Boah, Alter, es gibt Neuerungen im Bomberman R, meine Damen und Herren. Warte mal, dann können wir ja ganze Zeit sich uns selber umbringen und Geld bekommen. Nein, wir müssen schon länger spielen. Das hat ja vorhin, wo ich mich umgebracht habe, auch kein Geld gegeben. Oh. Oder ja. Ah, jetzt habe ich echt wieder Lust auf das Spiel, weil man verdient da Geld. Ja, und es gibt neue Charaktere. Das ist ein Traum. Das Spiel ist back to do it. Also, ich nehme jetzt. Bleib mal bei deinem Charakter für diesen, obwohl. Ich nehme den Raumschiff für den. Oder nimm den später für den anderen Part, das wäre besser. Okay, ja, stimmt. Gut, dann nehme ich jetzt. Du nimmst nicht sie, das die ist meine. Die Saggy Bitch hier. Ja, das ist meine. Nee, das ist jetzt meine. Das ist meine! Das ist meine jetzt! Lass die in Ruhe. Kannst du eine andere Map nehmen? Nö. Warum nicht? Ja, weil ich einfach zu geil für Maps bin. Ja, warum nicht? Ja, ich bin einfach zu geil für Maps. Ja. Guck mal, wie süß ich da bin. Weil ich eine Banane für 80 € gekauft habe. Guck mal, wie süß ich da bin. Ich bin eine geile Bitch. Was kannst du eigentlich auf B? Nichts. Nur geil aussehen. Liegen. Nichts. Ich kann nichts auf B. Ich kann nichts. Gar nichts. Ich hämmer auf den Knopf, wie so ein Irrer. Da passiert nichts. Hä? Wenn man dann diese neuen Charaktere im Online-Modus benutzt, dann ist man ja richtig OP. Ja, bitte nutzt das B nicht, weil das ist unfair. Ich kann nichts machen. Da haben die Entwickler wieder nicht mitgedacht. Hä, muss man sich. Ja, das ist auch eine Nintendo-Konsole. Was denkst du denn? Ach so, ja. Aber weißt du, was geil ist? Die Serverlänge nicht. Ja. Ein Traum. Aber das liegt vielleicht nur daran, weil wir zu zweit sind. Ja. Weil immer einer, der eine schlechte Internetverbindung hat, dann leckt das ganze Spiel schon. Ist mir aufgefallen. Ich habe eigentlich eine schlechte. Bei mir auch. Also, vielleicht hat sich das gebessert. Boah, hatte ich Glück. Ich hasse diese Steuerung so unglaublich. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Drecksteuerung. Hä, die ist voll gut bei mir. Halt's Maul! Auf, Alter. Also entweder mein Pro-Controller ist kaputt. Oh Gott. Nein, hör auf! Geh doch weg! Nein! Er läuft einfach weiter. Ich dachte, die Steuerung wäre gut. Die ist scheiße. Ich hab angehalten und er läuft weiter. Ja, willkommen in der Welt. Ja, das Spiel ist scheiße. Du musst halt 10 Sekunden vorher schon einfach drauf drücken, damit was passiert. Aber ganz am Anfang am Release, ne? Das hat ja nur ich, du hast sie erst später gehofft, das Spiel. Hä? Boah, Alter. Ich hab schon fast am Release gekauft. Echt? Ja. Ja, dann hattest du am Release schon die ganz, ganz schlechte Steuerung. Da warst du ja noch sogar im lokalen Produkt. Ja! Das war schön. Nimm mal die Items, die hier liegen, weil du bist hässlich. Nee. Was bringt mir jetzt eigentlich diese Flamme da? Also, die sieht ja schon schick aus. Macht die irgendwie mehr Schaden oder so? Ja, es ist irgendwie gut. Meine Schneeflocke da. Und die sieht süß aus, du Süßer. Ja, die Schneeflocke ist halt geiler als die Flamme. Halt, stopp! Ich kann aber dein Eis schmelzen damit. Nee, ich kann dein Feuer vereisen. Ich bin aber eine geile Bitch und deswegen passt auch die Flamme. Ich bin einfach hot. Und ich bin stark. Mit meinem riesigen Dildo. Hör auf damit, ich wusste, dass du es tust. Ich hasse dich so sehr dafür. Scheiße. Nee, ich renne auch gar nicht in deine Richtung. Ich weiß das genau, dass du diesen Müll einmal abziehst. Oha. Nice, ne? Lauf doch einfach mal eine Bombe rein. Die ist kostenlos und transparent von 1 zu 1. Nein. Oh, nochmal eine Bombe. Nein. Warum läufst du nicht weiter? Hast du Angst, ne? Ach, das ist unfair. Nein, das ist fair. Das ist fair und transparent. Oh mein Gott, war das eng. Eigentlich war das ja ein Betrug, ne? Also, ich will ja nichts sagen. Was ist das? Nein! Yes! Er hat wieder weitergemacht. Ein Hoch auf die Steuerung. Ja. Ja. Steuerung hat's rausgerissen. Ich finde es ja irgendwie warum warst du mit dem Indianer schlechter, obwohl du eine Peitsche hattest? Ja, weil die Peitsche hat. Die Peitsche kann dich nur ranziehen und da du ja einen wunderschönen B-Knopf hast. Ach ja, der dich rangezogen war? Ja!
Ich dachte, ich auch nicht damit, aber ich zieh dich damit einfach ran, weißt du? Okay, wenn du mich geownt hättest damit, wäre das irgendwie auch unfair, die Peitsche. Ja. Ja, aber also du mit deinem B-Knopf rennst du mich ja, rein. Ja, ich bin langsam damit, ich bin überall langsam damit. Du bist langsam. Du bist ja, Sonic, der Hedgehog. Nein, der ist schnell. Der wurde auch schnell gemalt. Wir brauchen eine Figur. Boah, den hast du aber schnell gemalt, den nennen wir Sonic. Ja, weil er so schnell ist. Ja. Warum kriegst du mit den geilen jetzt, Sachen, jetzt Alter? Jetzt sind meine Bomben on. Jetzt sind meine Bomben so geil, dass ich mir da eine runterholen werde. Weiß ich nicht, aber... Den Ach komm, nur das Item hast du damit zerstört. Hab Hallo. Ich gut gemacht. Plattformel. Ja, jetzt kann ich nicht dein... Ach du Arschloch. Hä? Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Ich stand da nur AFK. Danke, dass du mich... Das ist einfach über die ganzen Inseln rübergekommen, das Feuer. Ja. Halt, krieg jetzt Geld. Krieg Geld. Ey, ich krieg auch das Geld. 150. Ich krieg auch Geld. Oh geil. So, ich würde noch sagen... Ja, ein Match geht noch. Oder? Obwohl, ja, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, doch, im nächsten Part nehmen wir den Raumschiff-Tipp und bleibt gespannt. Bis dann, ciao.